Hallo, ich bin Gerti Grau und ich würde euch gerne mal zeigen, wie man aus unserer Nahrung, die wir anbieten, eine super einfache, schnelle, selbst zubereitete Nahrung für Ihren Hund machen können. Wichtig zu wissen dabei ist, was für ein Hund ist es, was macht der Hund überhaupt, ist es ein junger Hund, ist es ein normal aktiver Hund oder ist es schon ein Senior, also ein älterer Hund mit sehr wenig Bewegung, mehr oder weniger eine Couch-Potato. Ich mische jetzt gleich eine Mischung zusammen für unsere Tane. Das ist eine Dackeldame. Die ist 4 Jahre alt, wiegt ca. 6 Kilo und ist normal aktiv. Und zwar gilt im Prinzip die Faustregel 50 bis 20 Gramm pro Kilogramm Hundkörpergewicht. Heißt, bei unserer Tane wäre das ungefähr so um die 150 Gramm. Das wäre dann einmal unsere Reis-Gemüseflocke. Ich habe das natürlich schon öfter gemacht, deswegen brauche ich keine Küchenwaage, aber zum ersten Mal würde ich das auf jeden Fall mit einer Küchenwaage machen. So, das sind circa 50 Gramm, ich zeige Ihnen das mal. Da kommt jetzt lauwarmes Wasser drauf, habe ich hier schon stehen. Im Prinzip auch nur so ein bisschen, damit es unter Wasser steht und ein bisschen aufquellen kann. Also das muss nicht wirklich viel sein. So, ich zeige das gleich auch nochmal. Das ist also wirklich nicht viel Wasser. Stehen lassen, bisschen aufquellen. In der Zwischenzeit kommt das Fleisch dazu. Und zwar hiervon auch, wie gerade schon gesagt, 50 Gramm. Ich habe das natürlich schon öfter gemacht, deswegen habe ich da so ein Augenmaß. So, das müsste eigentlich reichen für die Dame. Dann gibt man das. Die Hunde haben ja Zähne, die müssen das nicht alles so fein zerkleinert haben. Noch mal ein bisschen stehen lassen. Für hochwertige Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren wäre nochmal unser Hokamix Skin and Shine dazu. Wäre von der Größe vom Hund ungefähr 4 Milliliter, die sie bekommen müsste, sind 2 Spritzer ins Futter rein. Einmal, zweimal fertig. Dann für das i-Tüpfelchen nochmal obendrauf wäre das unsere Hokamix Kräutermischung, die den Stoffwechsel optimiert. Und da kommt dann nochmal 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dazu, sind bei Tane also 6 Gramm. Praktischerweise haben wir einen Messlöffel, der als Inhalt 5 Gramm hat, also ein leicht gehäufter Messlöffel damit rein. Einfach da drauf geben, Deckel wieder drauf. So, drunter mischen und dann ist es eigentlich schon wieder fast fertig. Also wenn der Hund Hunger hat, ruckzuck und man hat eine sehr gute, selbst zubereitete Nahrung. Ich zeige mal, wie das so ungefähr aussieht. Für uns vielleicht nicht so appetitlich, aber der Hund mag es. So, jetzt bekommt unsere Tane das Futter. Ich stelle das hier mal hin und jetzt kann sie fressen. Weitere Informationen findet ihr natürlich in der Infobox hier drunter oder auf der Homepage. Viel Spaß dabei!